Die Schlacht auf der Blizzard-Brücke stelle ich mir ziemlich episch vor. Und damit, K.O. Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kirby und das vergessene Land. Genau. Wie wir vermutet haben, ist hier der Endboss. Hiernach kommt nichts mehr. Sonst könnte man immer schon so ein leichtes Foreshadowing machen. Also halt schon mal gucken, was als nächstes kommt. Dies ist hier nicht der Fall. Deswegen könnte das hier schon ziemlich endbosshaft sein. Und ist alles Winter und... Ich glaube, König DDD kommt, glaube ich, auch aus Kirby und vielleicht ist der Endboss ja König DDD. Ich habe keine Ahnung, ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein. Nein, ich habe keine Ahnung, wer der Endboss ist. Also wahrscheinlich ist es König DDD, weil der ist irgendwie so immer... Ich weiß nicht, ob es immer der Endboss ist, aber den assoziiere ich halt mit Endboss bei Kirby. Genauso wie bei Mario ist es Bowser und bei Link ist halt Ganon oder Ganondorf oder wie auch immer. Wir können uns hier deciden. Weiß nicht. Wir wollten auch noch das Drachenfeuer machen. Machen wir gleich nach der Folge. Ich fühle mich, glaube ich, hier mit weit aus sich. Oh mein Gott! Ein Schwert, Grobian. Oh nee. Lauf, 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 lauf. Von hinten. Sehr schön. Nicht mit dem Schwert treffen lassen. Oh, er ist schön weit weg gerade. Komm, komm, jetzt zack drauf. Aufladen, aufladen, aufladen. Aus dem Weg gehen. Schön Damageless machen das Ganze. Komm, komm, komm. Er ist benommen, er ist benommen. Er ist down. Bam. Keine Ahnung, ob wir das brauchen, aber ich nehme es mal mit. Das Schwert sieht schon episch aus. Stopp, stopp, ich komm gleich, warte, lass mich hier noch links rein. Das sieht nach einem Secret aus. Bin ich. Da. Und ziehen! Hui. Ziehen. Perfekt. Zack, und da ist ein Waddle Dee drin. Nein, aber hier. Perfekt, das ist der erste. Woohoo, es gibt wieder 5. Und dann halt wieder die Standard 3 Achievements. Ja. Und halt den Abschnitt abschließen. Aber ich glaube, das ist obvious. Ja, dann. Also ich bin bis jetzt schon sehr überzeugt wieder von dem Level. Das sieht schon wieder also wunderschön aus. Was ich halt schade finde, ist, dass das Ganze nur in 30 Frames läuft. Ich sag's euch, ein Achievement macht die ganzen Bosse damageless. Das ist meine Prediction. Das ist meine Prediction, dass wir die Bosse damageless machen müssen. Keine Ahnung, das kann ich mir irgendwie am meisten vorstellen. Boah. Komm, down. Bam! Das ist... Sorry, ich komme die ganze Zeit gegen das Mikrofon, Mann. Will ich das? Weiß es nicht. Ich komme die ganze Zeit gegen das Mikrofon, es tut mir leid. Weil hiermit kann man sich ja ganz gut schnell fortbewegen. So, hier ist Damage nehmen natürlich egal. Lass uns weiter. Okay. Also wenn es soweit kommen sollte, dass es Damageless heißt, dann weiß ich, dass ich hier nicht das Windding nehmen darf. Aber man kämpft, ist noch so eine Art Boss-Rush. Ja, hä, wie unfair. Wie unfair ist das denn?
Kein Thema. Also, Bonkers ist schon... Darf ich sagen, der ist ein bisschen OP? Der ist halt legit der stärkste von allen. Was ihn halt auch legit am unsympathischsten macht. Komm, jetzt mal ihn fertig, Mann. So. Also dem muss ich sagen, der Damage-List kann mit dem Item hier schwer werden. Ich könnte mir vorstellen, alle mit Feuer oder alle mit Schwert zu machen. Ah. Okay, was gibt's hier für... Oh, es geht links was auf. Bitte sei ein gutes, bitte sei ein schönes Achievement. Bitte! Hallo! Mann! Ja, das finde ich gut. Da unten hängt ein Schild. Ja! Ja, genau, und jetzt noch mit dem Auto. Turbo Start. Manche Leute würden sagen knapp. Ich würde sagen tot. Weiß nicht, ob ich Feuer will. Was denn da? Ja, einen habe ich verpasst. Wo der war, ich habe keine Ahnung. Aber dafür habe ich ja hier rechts eine Internetseite. Ist was? Ja. Also wenn ich das Damageless machen muss... Dann könnt ihr eine Weile warten. Das werde ich heute nicht mehr schaffen. Komm, komm, komm! Nein! Mein Gott. Na klar. Sobald der eine fertig ist, greift halt der andere an. Jo, wie mies ist das denn? Klar! Oh mein Gott, das war bisher der schwerste Kampf von allen. Zu zweit finde ich es halt echt unfair. Weil zwei gegen einen, ihr wisst Bescheid. Ne, brauche ich nicht. Es gibt jetzt einen Wardle Dee. Wir haben ja gar nichts. Entferne 4 von den Postern? Ja. Also hier fehlt mir echt viel in dem Level. Das ist halt genau das, was ich meinte. Immerhin ist es nicht besiegt gegen Boss Damageless. Das andere Achievement. Bottle D. Ja. Das ist eine Maxi-Tomate ganz am Anfang. Ja. Okay, es ist doch nicht cool. Ich habe keine Ahnung, wer es ist. Sieht aus wie der Typ mit dem Schild. Naja, wie auch immer. Ja. Also, das fünfte Achievement. Erste.
Ja. Dann halt die Schilder suchen. Okay, dann würde ich sagen, gibt's hier einen Schnitt und ich schneide euch wie immer alles rein. Unser kleiner Umweg führt uns anscheinend hier nach oben. Hier gibt es eine Maxi-Tomate. Das fünfte Achievement. Nur so mal ganz kurz nebenbei. Ja, das erste Gesucht-Poster befindet sich hier in dem Raum ganz am Anfang links. Diesen Raum haben wir überhaupt gar nicht gefunden. Dann machen wir den doch mal ganz kurz. Ja. Der scheint immer zu respawnen. Ach, der gibt mir Wind. Dann schnell hier rein. Oh, das ist auch auf Zeit. Lauf, lauf, lauf. Komm, 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 komm. Da ist ein Waddle Dee. Und im Raum hier gibt es auch ein Poster. Und zwar, das zeige ich euch gerade. Hier links. Hier, wenn ihr hier hoch geht, dann. Oh. Yeah. Perfekt. Findet sich hier das nächste Poster. Dieser Raum befindet sich direkt nach dem Kampf gegen Federina einfach rechts. Da sind wir einfach dran vorbeigelaufen. Weiß auch nicht warum. Das dritte, wie wir schon wissen, befindet sich hier in diesem Raum. Also die beiden wären theoretisch machbar. Ich habe es jetzt mit einmal Schaden geschafft. Aber keine Lust, das Level jetzt nochmal von vorne zu spielen. Als nächstes benötigt ihr ein Eis-Power-Up. Und einfach hier nach rechts. Da ist mal wieder ein Raum, in dem wir nicht waren. Und ich würde sagen, die machen wir kurz. Da befindet sich nämlich auch das letzte Poster und der letzte Waddle Dee. Hier, da gibt es so Rollen. Müssen wir uns rollen, so wie es aussieht. Weiß ich nicht. Hätte ich jetzt gesagt, würde nicht reichen. Roll, I would say. Keine Ahnung. Ich muss das Eis wegtun. Ich kann mich mit Eis nicht fortbewegen. So. Wir saugen ihn nochmal ein. Das auf Zeit. Och, Leute. Heißt Vollgas. Sprung! Sprung! Perfekt. Da oben links, ihr seht es auch schon, befindet sich das letzte Poster. Kurz hochfliegen und weg damit. Und den Waddle Dee mitnehmen. Und dann haben wir das Ganze auch schon. Also ich muss schon sagen, mit Feuer sind die beiden gar nicht mal so schlecht machbar. Aber immer noch herausfordernd, würde ich sagen. Es sind nur die doppelwilden Eisbärs, die wir machen müssen. Und ich wurde zwar noch einmal getroffen, aber es ist trotzdem mega schwer. Ihr könnt mit dem Feuerding gut ausweichen, durch diesen Dash in der Luft. Also ich empfehle euch dafür auf jeden Fall das Feuerding. Genau, Knurillas heißen die, sehr schön. Also, ich sag's euch, das ist schlimm. So, dann würde ich aber sagen, machen wir gleich die ganze Zusatz-Challenge. Fehlt halt einer. Danach schauen wir dann nochmal kurz ins Dorf und... Schauen wir zuerst ins... Wir schauen zuerst ins Dorf. Come on. Einmal ins Dorf reingucken, was man denn so Spannendes erreicht hat. Oh, der Dude ist Swimmingpool. Das ist, glaube ich, wieder eine extra Folge wert. Machen wir nach dem Endboss wahrscheinlich. Schauen wir sowieso nochmal. Alles durch. Swingfischen spielen. Wirf die Angel und fang ein paar Prachtexemplare. Ja, das machen wir alles am Ende. Wahrsagerei? Der Obstgarten. Roll, Kirby, roll. Ja, wir schauen uns das alles dann gegebenen Zeiten an. Und Feuer kann nun weiterentwickelt werden. Und das tun wir auch. Eis auch. Nicht gut. Ich hoffe, dass es dann vielleicht ein bisschen einfacher zu kontrollieren. So. Dann mal gucken. Ab sofort finde ich auch was genau dieses Schlaf bringt, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es einfach nur so ein Hard-Mode fürs Game. Einfach so ein Hard-Mode. Habe keine Ahnung.
Pferd können wir auch leveln. Feuer, obviously. Und Eis. Exactly. Ah. Ich würde erstmal sagen, Feuer. Oh, yes. Come on. Feuer. Schwert. Danach Eis und dann Feuer. Feuer soll das epischste. Was das? Zack, zerab. Wir sind jetzt Meta Knight. Ja, würde ich sagen, cool. Was ist das? Wie episch. Eis kriegen wir jetzt endlich Stufe 2. Ich hoffe, es gibt von allem Stufe 3 oder so, dass wir so ein einheitliches haben. Wir getten Eisbärt-Eis. Ich mag die viel. Okay. Hier das ganz normale Dashen. Perfekt. Aber wir wollen ja. Wir wollen ja. Eigentlich noch was oder? Wir haben jetzt alle, oder? Nein, ich will hier. Wir haben alle. Ja, perfekt. Hier rechts. Ah, da war dieses Training, gell? Ja, ja. Dann würde ich sagen. Feuer. Für eins war schon. Weil mit der Lava sieht schon episch aus. Und Stufe 3. Was? Ach, dafür sind diese Sterne. Oh, I see. Okay. Wir brauchen mehr von den Sternen. Ja, dann machen wir das doch kurz. Okay, okay, das wusste ich nicht. Jetzt weiß ich immer, wofür die Sterne sind. Und wir haben auch nur einen davon. Okay, das heißt, wir müssen diese ganzen Mini-Levels machen, damit wir uns selber weiterentwickeln können. Oh, das ist deftig, das ist cool. Ja, wir machen ja sowieso alle mal hier. Haben wir eigentlich das hier schon? War noch gesperrt. Peter-Tornado, seltsam. Dann würde ich sagen, Bombenkettenschatz. Zünde. Blunde. Finde ich toll. Ja. Phrase der Schätze. Falls euch das nicht interessiert, ja. Unten habt ihr in der Timeline vom YouTube-Link habt ihr auch eine Kapitelfunktion. Da könnt ihr einfach dahin rutschen, was ihr euch anschauen wollt. Schön easy mache ich euch das. Perfekt. Hier geht so ein bisschen alles im Kreis. Und da sollten die sich eigentlich gegenseitig auslöschen dadurch. Oh, aber Schaden kriege ich trotzdem zu viel. Okay, ich sterbe hier. Das ist krank schwer. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so aussieht. Oh, nee. Nee, ich gehe nicht ins Wasser. Ich mach das von außen. Als ob der nicht trifft. Perfekt. Vorne aber auch noch welche. Oh, die schmeißen zurück. Vorsichtig. Ich glaube, wir sind bei einem Treffer sind wir schon down. Er hier. Und dann werfe ich nochmal zwei rein. Oh ne, der ist immer noch nicht down. Okay, jetzt aber. Drei Stück. Ist doch okay. Bam. Sehr schön. Klar, wahrscheinlich ist so die perfekte Zeit eine Minute oder so. Oder wahrscheinlich noch weniger. Ich weiß gar nicht, wie lange wir gebraucht haben. Mal gucken. Wir haben 2 Minuten gebraucht und die perfekte Zeit wird 30 Sekunden schneller. Ja gut, wir haben uns am Anfang auch wirklich schlecht angestellt. Ja, ist okay. Und dadurch bekommen wir diese Stars. Ich würde sagen, wir machen die alle kurz und dann schauen wir nochmal hinten. Für unsere Drachenfeuer. Das ist, mein Gott, gibt's viele von. Bleistift, Schatz, Bohrmeister. Ich mag diese Bohrteile mag ich nicht. Komm, Leute, du ganz recht. Ihr könnt da so Löcher machen, dann explodiert da alles. Seltsam.
Spektakel. Perfekt. Durch. Hä? Wurde ich denn da jetzt noch getroffen? Wie unfair. Nein, 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 nein. Wir sterben jetzt nicht wegen sowas. Oh mein Gott. Gut, dass jetzt von der Zeit her tot, weil, eben jetzt wegen dem Schluss. Aber ich bin wenigstens damit zufrieden. Mit meiner Leistung. Und das soll ich ja auch. So, das ist ja der Grund, den ich ursprünglich haben will. Ich will es ja schaffen. Wisst ihr, was ich meine? Zeit ist relativ. Jetzt habe ich ja gar nicht auf die Zeit geguckt. Jetzt könnten wir schon upgraden. Wir machen erstmal die ganzen Dinge. Können mal suchen. Bin mir sicher, hier gibt es noch ganz, ganz viele. Ja. Also, ich glaube, das wird eine Weile dauern. Dann ist das Video heute halt länger. Wer was dagegen hat, soll sich melden. Was sagen? Nein, ich will kein Level starten. Nein, auch nicht. Ich glaube, das war's. Ja gut, dann kommt jetzt Rollen und Werfen Krimskrams-Igel-Prüfung. Genau, wir sind ja mit dem Igel, haben wir ja auch schon gelevelt. Eben und deswegen... Okay. Da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Aber ist ja ganz cool eigentlich. Ja, cooles Gimmick. Wusste ich nicht, dass das geht. Bin ich mir auch sicher, macht das Game um einiges einfacher, wenn man das weiß. Macht auch gut Damage. Und Spaß macht es vor allen Dingen. Kaum zu glauben, aber diese Prüfung macht Spaß. Okay, hier geht jetzt wahrscheinlich wieder die Party ab. Oh no. Ja, so viel dazu. Nein, rollen, rollen, rollen bis hierher und werfen. Geht hier weiter. Na toll. Okay. Sehr schön. Das war, glaube ich, nicht ganz die perfekte Zeit. Wir haben ein bisschen was verhauen. Ja, 4 Sekunden. Ja, ich bin voll zufrieden damit. Das war eine gute Leistung. Es war eine gute Leistung. Falsche Musik. Dann kommt jetzt der Meisterschütze, edler Entdeckerprüfer. Ui, wir sind jetzt ein edler Entdecker. Hoho! Ich glaube, ich darf nicht zu laut sein. Ich bin mir immer noch sicher, dass ich manchmal übersteuere. Ich hoffe aber nicht als... Oh mein Gott, was hat... Hä? Warum dreht er sich weg? Ja, auch. Oh, es geht weiter. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass sie sich wegteleportieren können. Perfekt. Oh, nee. Ah, mies. Nein!
Oh, wie unfair. Ich kann zurückschießen. Ich glaube, da schieße ich einfach so. Bei so Ketten ist es, glaube ich, sinnvoller aufzuladen. Ja, auf die Geister. Oh, das ist mies, weil als es vorgefallen ist, dachte ich halt, es wäre jetzt fertig, weil wir sind am Ende. War es aber nicht. What? Als ob wir so gut waren. Fühl ich. Sehr schön. Bam. So will ich das. Aha. Ach ja. Ist nichts mehr. Dann kommt jetzt Triple Strike. Achtung, Eiswasser. Aber wir haben nichts mit Eis. Seltsam. Ah, wir dürfen nicht das Wasser berühren, weil dann ist tot. Macht Sinn. Oh, aber das Ding richtig zu lenken, halt schon eine Aufgabe für sich. Ich habe nämlich sehr Probleme damit, wie man merkt. Durch, durch, durch! Zack, TP! Gar nicht auf die Gegner konzentrieren. Ja, also gut ist was anderes. Wahrscheinlich diese 3 Sekunden sind mir jetzt zu langsam. Vielleicht 30 Sekunden hätte man brauchen dürfen. 3 Sekunden. Ja, ist okay. Ist okay, ich will mich nicht aufregen. Ich muss es ja nicht nochmal machen. Ich habe dafür jemanden, der das netterweise für mich macht. Vielen, vielen Dank dafür. Nimmt mir sehr viel Arbeit und sehr viel Frustration. Der Mensch, der sehr schnell frustriert. Rasen und ausweichen. Die Fließbandpiste. Oh, und wir kriegen keine Verwandlung. Wir bleiben also als Standard Normal Kirby. Nein, bleiben wir nicht. Wir werden zu K-Kirby. Ach, durchfahren. Soll hier die Schwierigkeit sein? Ich weiß es nicht. Oh, Sprung. Oh mein Gott, ich weiß, wo die Schwierigkeit drinne liegt. Nicht runterzufallen. Noch 29. Wenn ich es wenigstens in dem vorgegebenen Zeitlimit schaffe, bin ich zufrieden. Oh mein Gott, das ist das Knappste der Welt. Das gibt mir... Ja, komm. Boah, 12 Sekunden? Ja gut, ich bin runtergefallen. Aber das hat doch nicht so lange gedauert. Habe ich mich so schlecht angestellt? Das kommt unerwartet. Okay. Es tut mir leid. Mann, ich muss die ganze Zeit aufs Mikrofon gucken, weil ich Angst habe, dass das irgendwie nicht richtig auf... Weiß es nicht. Ist nichts mehr, sind alle fertig. Ja, perfekt. Dann hier. Ihr seid 40 Minuten in der Aufnahme. Sehr schön. Vereiste Straße. Rasante Rutschpatti. Oh, wenn ich jetzt hier also meine... Ich dachte eigentlich so, dass man dadurch irgendwie erster ist, aber... Gar nicht so auf die Gegner eingehen. Das spart Zeit, einfach dran vorbeizuhören. Jumpen, hier auch. Bin perfekt zwischendurch. Bung. 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 Ob wir hier jetzt vielleicht aufmachen, ja. Oh, der könnte von der Zeit her echt gut sein. Ich bin mit dem Race sehr zufrieden. Come on. Noch 8 Millisekunden hätten wir Zeit gehabt, dann wäre tot gewesen. Ja, was? Also komm, also die Zeiten sind teilweise echt übertrieben, muss ich sagen. Das schon.
Hardcore. Rechts ist an. Ja, war das hier. Dann ist das hier das letzte. Bremskugel ausgebremst. Eine Welt in Zeitlupe. Ich habe diesen Kugelblitz noch nie verstanden. Das Item ist weg, wenn ich es einmal einsetze. Aber ein zeitliches Problem habe ich ja trotzdem. Funktioniert. Oh, wir haben eins vergessen. Glühbirnenstopp, verleuchten und suchen im Labyrinth. Entschuldigung, dass ich das vergessen habe. Ich habe das nicht gesehen. Es tut mir leid. Hier nur Stacheln. Ich hasse Labyrinth so sehr. Das kann halt auch erst beim zweiten Mal gut funktionieren. Außer ihr habt halt Glück des Todes. Was rechts jetzt ist logisch, wenn links. Der Pfeil sagt links. Jo, wie mies. Ich mach das kein zweites Mal. Das ist bisher von... Ich hab Spring gedrückt. Das ist bisher von allen das unsympathischste von allen. Nein, ich will keinen neuen Versuch. Vergesst es. Vergesst es. Ja, Kirby, tschüss. Jetzt Abschnitt verpassen. Wir müssen noch ins Waddle-Dee-Dorf und kurz dieses Drachending machen. Also wir müssen da durch ein Labyrinth mit so Lichtern gehen. Ja, schön. Mache ich off-cam. Wenn ich nicht frustriert bin. So. Ja, in die Waddle-Dee-Stadt. Waddle-Dee-Dorf, Waddle-Dee-Stadt, ihr wisst Bescheid. Und ein Timeline. Idee. So, ich würde ganz gern, Mister, mein Feuer. So, jetzt endlich. Wie episch wird es? Drachenfeuer. Das assoziiere ich mit Meta Knight. Ja. Was? Das sieht ja mal mega krass aus. Ich würde sagen, beim nächsten Mal stellen wir uns dann dem Endboss. Keine Ahnung, irgendwie. Im Trailer hat man noch so viel mehr gesehen. Es gab.
Also, keine Ahnung, es gab irgendwie noch so eine Wüste oder sowas in der Art, die wir jetzt nicht hatten. Ich hoffe nicht, dass es schon vorbei ist. Aber nun gut, dann schauen wir uns beim nächsten Mal Auftritt des Bestienkönigs an. Wenn euch das Ganze gefallen hat, zeigt das gerne mit einer positiven Bewertung und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao, ciao, Leute.